Artischocke mit einer kleinen Vinaigrette. Eine wunderbare Vorspeise, die auch noch schön aussieht. Wie Großmutters leichteste Vorspeise funktioniert, seht ihr in diesem Video. Zwei Artischocken im Haar Jetzt. und an der Hüfte Bananen. Alles mal nochmal? Doch. Nein, nein. Für zwei Personen zwei Artischocken als Vorspeise vollkommen ausreichend. Eine Zitrone, Zitronenwasser und ich habe hier schon mal einen Topf mit Salzwasser zum Kochen gebracht. Und jetzt wollen wir uns um die Artischocken einmal kümmern. Also den Stiel einfach nur so wegbrechen. Das ist das, wo wir jetzt ein bisschen aufpassen sollten. Da bitte nicht mit den Händen ranlangen. Da ist es sehr, sehr unangenehm bitter. Die äußeren Blätter können wir herunternehmen. Und dann nehmen wir ein großes, scharfes Messer. Putzen wir so ein bisschen drumherum die äußeren hässlichen Blätter weg. So, das darf alles sauber sein. Schaut mal, so sieht das doch schon ganz schön aus. Diese Schnittstelle immer wieder in Zitronenwasser eintauchen, dass es um Gottes Willen nicht braun wird. Ich bereite das mal so vor. Jetzt kommt die zweite Artischocke. Mache ich ganz genau so. Erst einmal den Stiel abbrechen. Zack, weg ist er. Und jetzt wieder drumherum schneiden, sodass das Ganze schön aussieht. So. So sieht das jetzt hier auch aus. Und bevor das hier braun wird, schnell ins Zitronenwasser eintauchen. Die andere Artischocke nehme ich wieder raus. Jetzt machen wir hier oben einmal den Schnitt. Die Spitze abschneiden. Blätter, die uns nicht gefallen, die zu holzig sind, die zu trocken sind, kommen jetzt an dieser Stelle einfach nur weg. Die werden so runtergezupft. Haben ein schönes Ergebnis, sieht schon ganz prima aus. Ab ins Zitronenwasser. Um unsere Artischocke noch weiter vor dem Braunwerden zu schützen, setze ich sie auf eine Zitronenscheibe. Und jetzt machen wir da einen Knoten drauf, binden das praktisch fest. Und das von der anderen Seite einmal gegengeknotet, dass die Zitronenscheibe nicht runterrutscht. Abschneiden. Unser kochendes Zitronenwasser bekommt jetzt noch den Rest Zitrone von der, die wir jetzt gerade benutzt haben. Geben wir jetzt mit Schale da hinein und da kommen unsere kleinen Päckchen mit der Zitronenscheibe und der Artischocke hinein. Das machen wir mit beiden und dann lassen wir das Ganze mal 30 bis 40 Minuten köcheln. Unsere Zitronen, wie heißen die Tiere? Artischocken. Unsere Artischocken baden jetzt im Zitronensalzwasser und jetzt ist es noch ganz gut, einen passenden Teller darauf zu geben, dass die Artischocke auch unter Wasser gedrückt wird, sodass sie immer schön in Berührung bleibt mit unserem Fond. Unsere Artischocken sind jetzt im Wasser und kochen vor sich hin. 30 Minuten sollte man schon mal rechnen, dass sie richtig schön zart sind. Für meine kleine Essigölmarinade habe ich einen Esslöffel Honig, einen Esslöffel Senf. Da gebe ich jetzt eine halbe fein geschnittene Haushaltszwiebel dazu, etwas Salz und Pfeffer. Das ist wohl das leichteste und schnellste Dressing der Welt. Dann habe ich hier zwei Esslöffel Essig und zwar einen weißen Balsamico und ein gutes Olivenöl. Das Ganze verrühre ich mit dem Schneebesen, dass sich das alles schön vermengt. Und dann habe ich ein sehr kräftiges, ganz schnelles Dressing für meine Artischocke. Entweder zum Reintunken oder zum Drübergießen, ganz wie man das möchte. Genau 30 Minuten sind rum. Und schaut mal da, da sind sie, unsere Artischocken. Und ich lege sie jetzt mal ganz bewusst auf die, ups, nicht umkippen, auf die Seite. Schau mal, da ist auch noch unsere Zitrone, wie es so sein sollte. Und es duftet nach Zitrone. Riechst du das, Carmen? Es riecht richtig frisch nach Zitrone. Weißt du eigentlich, dass ich das noch nie gegessen habe? Das macht nichts. Es wird dir schmecken. Der Bindfaden darf weg. Die Zitrone hier, die hat es auch geschafft. Die brauchen wir nicht mehr. Andere ganz genauso. Weg damit. Unsere Artischocken sind jetzt gar. Man kann es ganz wunderbar erkennen, indem wir jetzt diese Blätter, schaut mal, oh, das sieht ja schön aus, wie die sich hier so von ganz alleine so ein bisschen öffnen. Da braucht man gar nicht viel. Guck mal, wie eine Rose. Naja, es ist halt eine Distel, eine Blume. Wie eine Rose, schön. So, und auf der anderen Seite ganz genauso. Und wie heiß sie sind, ja. Das ist ja jetzt der erste Teil der Vorspeise.
Dann nimmt man so ein kleines Blättchen und dann haben wir ja hier unser Dressing, unseren Dip, wo drauf immer ihr Lust habt. Nur die untere Seite einmal so eintauchen. Dann wird der untere Teil des Blättchens nur so abgezogen. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und man isst praktisch nur diesen unteren Teil, nur dieses letzte Teilchen hier unten. Das wird so zwischen den Zähnen, wird das so rausgezunselt. Die Blätter werden immer kleiner, immer kleiner. Ganz unten ist der Artischockenboden, den müsst ihr unbedingt mit essen. So, wir haben die kleinen Blätter jetzt mal rausgenommen, an denen sowieso nichts dran ist. Und schaut mal hier, das ist dieses Stroh, von dem ich eben schon gesprochen habe, diese kleinen Fasern, da ist nichts, was irgendwie Spaß macht. Das nehmen wir herunter, bis wir den gesamten Artischockenboden freigelegt haben. Das ist jetzt echt mal interessant, ich habe es noch nie gesehen. Und was jetzt bleibt, ist ein sauberer Artischockenboden. Und den kennen wir ja eigentlich aus dem Glas oder aus der Dose, aus dem Supermarkt. Schaut mal. Das ist der. Das ist der Artischockenboden. Und der ist natürlich das Allerbeste von der Artischocke. Den probiere ich jetzt aber mal, weil ich das vorher noch nie gemacht habe, mit dem Dressing. Mmh. Oh, lecker. Eine einfache Vorspeise, gerade im Sommer, wenn es draußen sehr warm ist. Es ist unglaublich schnell gemacht. Noch einfacher geht es nicht. Unbedingt mal nachmachen. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Kalle vor der Kamera und die Carmen als Kamerafrau hinter der Kamera. Wir sagen Dankeschön, wir haben euch lieb und tschüss. Tschüss.